Die Weihnachtsmaus. Ein Weihnachtsgedicht von James Grüss. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Netz gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen. Mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter. Was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly, sagt er rundheraus, ich habe es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da. Und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, bleibt auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, da zweifle ich ein bisschen. Doch sag ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen.